Karotten und Kuchen backen mit Fernsehkoch Seltsam McKenzie YouTube-Video. 1 Frankfurter Kranz. Mein Cousin Frank schwärmt noch heute von einem ganz und besonderen Frankfurter Kranz. Das siegenstäkige Bergwerk einer alten Dance-Waderkhöhe jedet geburtstagslätisch in und um Mittisleital. Leider ist die gute Margarete von uns gekotert, kratz ihr Rezept zu hinterlassen. Dieses hier kommt dem Original jedoch ziemlich nalte. Birgit. Backofen auf 180 Ober-Unterhitze vorheizen. Form ausbuttern. Butter und Zucker schaumig schlagen. Vanillezucker, Zitronenschale und Salz unterrühren. Eier einzeln 30 Sekunden auf höchster Stufe unterrühren. Mehlstärke und Backpulver über die Eiermasse 7 unterheben. In die Form füllen. Auf der zweiten Schiene von unten 45 bis 50 Minuten backen. Herausnehmen, nach 15 Minuten aus der Form stürzen und auskühlen lassen. Für den Krokant die Butter zerlassen, Zucker und Mandeln bei mittlerer Hitze so lange darin rühren, bis die Mandeln gebräunt sind. Krokant auskühlen lassen. Für die Füllung Vanillepudding nach Packungsanweisung mit Zucker und Milch zubereiten. Auskühlen lassen, dabei umrühren, damit sich keine Haut bildet. Butter glatt rühren, den abgekühlten Pudding nach und nach einarbeiten. Beides muss vorher Zimmertemperatur haben. Kranz dreimal waagerecht durchschneiden. Johannisbeergelee erwärmen und glatt rühren. Den unteren Boden damit bestreichen. Ein Viertel der Buttercreme darauf verstreichen und den nächsten Boden darauf setzen. Mit den restlichen beiden Böden ebenso verfahren, zuletzt den Deckel aufsetzen. Von der verbliebenen Buttercreme 4 Esslöffel zurückbehalten, mit dem Rest den Kranz außen vollständig bestreichen. Mit dem Krokant ringsum bestreuen, restliche Buttercreme in einen Spritzbeutel füllen, den Kranz damit verzieren und mit Belegkirschen garnieren. Mindestens 3 Stunden in den Kühlschrank stellen.